Was geht ab, meine OZ-Fighter? Seid ihr heute Freunde? Heute Freunde. Leute, heute, was auch immer. Ich habe noch eine Stage offen, nämlich die letzte von GT gegen Omega. Und wir haben jetzt als Unterstützung die Issei Super Saiyan 4. Die sind bei mir heftig. Links Level 10 komplett, beide 20 Crit, 14 Additional Attack. Wenn man sehr drauf schaut, wie sie performen werden. Ich selbst habe leider viel von Goethe nicht gepult. Ich nehme ihn aber als Friend, als meinen eigenen Godboys. Und dementsprechend habe ich mir so ein Team gemacht aus Charakteren, die in beiden Leader-Skill sind. Wir gucken mal, wie das Ganze läuft, Freunde. Ah, Gott. Es wäre richtig geil gewesen, wenn Godboys in der dritten Rotation wären. Das wäre geil gewesen. Aber so an für sich ist auch nicht schlecht. Mann, ich hätte die echt gern gezogen, Mann. Ich liebe die vierfache Transformation. Ach, ich wollte gucken, wie lange die Bann online sind, ne? Eigentlich bis 3.3. Oder wurden die verlängert? Tobias, die lag für einen 10. Sub. Was gab, Mann? Wurden die verlängert, die Banner, oder? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht, Leute. Wenn ihr mich daran erinnert, kann ich danach nachgucken. Okay, diesen Sinchalon könnt ihr, theoretisch könnt ihr den stunnen, Leute, ne? Ja. Aber ich habe hier keinen Stunner drin, aber der ist verfestet, nicht schlimm. Nicht schlimm. Der ist auch fest, jetzt auch nicht schlimm. Auch nicht schlimm. Wir gehen aggressiv drauf. Da sind noch gute Ops für GT Vegeta, der sollte das tanken, definitiv. Oh, 5 Orbs, okay, schau mal. Bis 8.3. wurden die Banner verlängert. Auch die Banner, wirklich. Okay, geil. Da habe ich ja noch ein paar Singles. So, wie tanken wir das? Muss ich kurz ein bisschen aufpassen. Ich will das heute schaffen. 139.000 mit Guard. Mit Typ. Ja, gut, ich hab's oder so. Guard ist besser als Typenvorteil. Was Guard hast du nicht verpasst? Erster Run. Magst du über Gamma 1 oder 2? Die sind mehr oder weniger gleich, aber einer von denen hat doch Laws Stimme, oder nicht? Leute, einer von denen hat doch Laws Stimme. Denkst du, dass der Gegner so eine Art 21 wird? Ja, ich könnte mir so eine Cell sehen. Wie gesagt, nicht eine Reinkarnation oder nicht. Beziehungsweise Reinkarnation könnte sein, aber keine Wiedergeburt von Cell. Aber der absorbiert dann Gamma 1 und 2. Oder sowas Cell-ähnliches. Dass er dann auch Gamma 1 und 2 absorbiert und dann halt auf dem neuesten Stand ist und so. Ultimative Android. Könnte ich mir vorstellen. So Cell Android 13-like, sowas. Aber nur auf dem neuesten Stand. Cell 19. Wer hat das gibt? Wer checkt das? Cell 19 kommt. Wer checkt das von euch? Ah, Osaru. Ah, Flachwitz on point. Okay. Wie finden Sie sie, Vegeta? Sorry, wenn man ihn oft deswegen gefragt hat. Ah, oh, ist gut, kein Stress. Senka, Vegeta, die haben sich ein bisschen zurückgehalten. Senka, Vegeta sehen wir gleich, Leute, was er so drauf hat. Ist voll düd von Konami, dass man im Master keine Rank Rewards mehr bekommt. Selbe, die müssen echt ihr Game ein bisschen erweitern. Ich habe das Gefühl, da tut sich nichts. Selbe, da gebe ich dir recht. So. Okay, der hat Guard, den tue ich raus, weil danach kämpfe ich gegen Strength. Der am besten dorthin stellen, natürlich, wo er ungefähr nach seiner Super Attack bekommt. Dass er da mäßig die Verteidigung erhöht. Und dann hoffe ich halt einfach nur, dass wir da keine Super Attacks bekommen. Ohne Item nichts und dass wir dann die Runde überleben, überstehen. Wenn er eine Super Deck machen will, dann gerne auf Godboys, ansonsten gar keine, das wäre mir noch lieber. Finde im Master braucht man neue Packs. Ja, neue Packs, Goldpass kann mal neu gemacht werden, Events und so fort. Da fehlt noch, da fehlt echt, da fehlt so, wie soll ich das sagen, da fehlt etwas, um am Ball zu bleiben, außerhalb von Ranked. Die müssen da echt ein bisschen gucken, weil jetzt schon dritte Season, dass sie da ein bisschen, ne, ein bisschen was machen. Oh je, kein einziges Mal gekrittet. 7,2. Mach eine Edition Super Deck, komm, gönn. Oder kritte. Bis 2014, Dankeschön. Zweimal mäßig die Verteidigung erhöht, sehr gut. Theoretisch könnt ihr eine Super Deck dodgen und kontern. Das kann man hier gegen das Omega oder Sin. Keine Crits, gar nichts. Warum, Leute? Ich bin down. Unlucky. Der dodgt auch nicht quasi. Oh, ich bin nicht down. Oh mein Gott. Ich dachte, er würde. Oh mein. Ja, okay, das Team hat auch absurd viel HP. Gott sei Dank habe ich zweimal Super Deck hier. Habe ich zweimal mäßig die Verteidigung erhöht. In der Hinsicht. Nein.
Ich wollte sagen, in der Hinsicht gut, dass ich dann den hier rausrotieren kann. Oh, kann ich! Ich nehm's zurück. Ist der aber gesealed? Nee, der ist gar nichts. Alter, aber nein. Doch, der ist gesealed. Den da hinzustellen? Oh, unlucky. Ich kann den nicht einstellen. Ich würde den Füßchen halt gern rausrotieren, weil der dann jetzt Typen-Nachteil hat in der Zeit, in der Phase darauf. Aber ich kann nicht wirklich da einstellen. Der hat kaum Defense, nichts. Der hat zumindest Typenvorteil. Wegen den ersten paar Angriffen. Also der wird besser tanken. Ich will auch kein Item aktivieren. Das habe ich nächste Runde. 1, 2, 3. Echt unlucky, Mann. Mit dem Vierfachen. Den kann ich auch nicht sacken, sonst hätte ich den ganz nach links gestellt, weil er den festgesetzt hat. Diese Omega, hey. Das wird komplett gut schauen, oder? Ah, okay, gut. Der geht ja noch. Hast du da, es wird noch was gehabt? Ich weiß warum, aber ich call einen sehr second Form mit der Hautfarbe von Gamma 1 und 2, also grau mit so rot oder gelb. Ja, guck mal, ich bin echt interessant. Ich bin drauf gespannt. Nee, heute machen wir keine Lens. Videogames. Dragon Ball Fan Manga, da sagt mir nichts, Moda, nee. Okay. Okay. Ich bekomme ganz links nur einen Angriff. Ich hoffe, das ist keine Super Attack. Nicht ein Active Skill aktivieren? Ja, ich habe nämlich zwei Physisch Chars. Wäre gut, wenn ich den schnell finische. Ich denke jetzt nicht, dass ich dank dem Active Skill den finische, so, aber. Ich glaube, ich muss aber auch ein neues Item trotzdem aktivieren gleich. Weil ich gehe davon aus, dass es Super Attack irgendwo, egal wo. 4,2 ohne Crit, okay. Ich gehe davon aus, dass er irgendwo super attackt, egal wo. Ich habe aber krass viel HP, Mann. Wenn er Vegeta super attackt, dann tut's weh. Den geht hier Vegeta da hinten. Also nächste Runde hätte ich so oder so. Ich habe nächste Runde nur physisch Charaktere. Wir machen unseren ersten Obis hier, komm. Und ich habe nächste Runde leider auch nicht, sag du's mir, den Heal vom physisch Gogeta. Ja, siehst du, mit Wiz-Item so viel. Deswegen, die Isei Vierfachen sind richtig stark, aber sie tanken halt wirklich erst dann nach ihren Super-Attacks. Komm, nädische Super-Attack trotzdem. Für Damage. Ah, ja, geht, ey. Der kann ja nur eine machen danach. Der kann ja nur zwei, ne? Ja. Oh, dodge doch mal, Mann. 30%, was ist da los? Egal, lieber auf ihn statt auf GT Vegeta. Ich denke, dass der Film schon ein Hit wird. Ich freue mich auf den Film. Am Ende ist der Böse vom Film, der Daishin kann und Ruffy hat die ganze Zeit recht. Imagine, der kommt so ding ding und dann kommt Ruffy mit. Oh Mann. Silver Sail. Wie wirst du den Dragon Ball Film schauen? Wartest du auf die deutschen Kinos? Ich gehe auf jeden Fall in die deutschen Kinos, ja. Super Saiyan 4 Goku's Defense wurde gesenkt, sonst hätte er... Ah, der wurde gesenkt? Okay, nice. Hab ich nicht mitbekommen. Ja, aber die Runde jetzt, die ist halt alles klar. Sayonara. Ich transformiere mich mit dem schon, um ehrlich zu sein. Weil danach bin ich eh gegen physisch. Der muss nicht weiter stacken. Danach bin ich ja gegen physisch Int Omega und ich habe Typenvorteil. Das wollte ich sagen. So nehme ich das noch mit, was sie noch hinzubekommt und alles. Ich habe 40% Damage Reduction Wiz, aber... Also ich will halt Schaden machen, ich will den halt finishen, wenn es geht, diese Runde. Wenn ich in diese Runde finish, wäre echt geil. Ja. Oh je, Mine, geil. Vielen Dank für die ganzen geilen Orbs. Jetzt die Sache, jetzt ist die Sache, pass mal auf. Der Friend ist auch so trash, Link Level Taste ist nicht mehr feierlich. Azi, merk für die Donuts gehabt. Schaut, der Tag neigt sich dem Ende. Drum kommt der Azi. Ja, moin. Was geht? Danke, Mann. Ich überlege gerade, ich habe Boost-Item aktiv. Ich überlege gerade, ob ich GT Goku in die Mitte stellen soll oder Gogeta. Gogeta könnte theoretisch dodgen. 2, 7, 9, 1, 2. 1, 2, 4, 2, 6, 6. Ich glaube, ich mach's.
Ich hoffe, ich bekomme in der Mitte keine Super-Attack, Mann. Das ist gerade meine einzige und ganze Hoffnung. Wenn ich eine Super-Attack bekomme, dann hoffe ich auf vielfachen Gogeta. Schauen wir mal, was abgeht, Leute. Ja, leider nicht so viele Ki und so bekommen, ne? Das, die Super-Attack-Animation von FIFA und Greta, da haben sich meiner Meinung nach selbst übertroffen. Das ist richtig gut gemacht. Warte mal ganz kurz, bei den Animationen, die Blöcke, werden die so square zerstört in so Würfeln? Achso, nee, da wird gar nichts zerstört. Okay, ja, ich nehm's zurück. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt tut noch ihn Super-Attacken, bitte. Ja, ja, ja. Prozent Dodge Chance, believe it. Nicht jetzt. Ah. Okay. Okay, easy. Wisst ihr, was ich hier machen werde? Ihr wisst alle, was ich hier machen werde. Einmal den hier. Und dann werde ich die God Boys rausrotieren. Die werde ich rausrotieren. Ich mach gleich den Exit von den God Boys. Erst, dass wir erstmal ein bisschen hochheilen hier. Nee, Goku. Alter. Easy, ey, Vegeta und Goku. Die finishen den doch beide, oder? Die finishen den safe. Na klar, Leute. Also, ich könnte mir den Exit aufheben, oder? Brauche ich nicht. Die müssen den finishen. Wenn die den nicht finishen, dann brauchen die noch einen Easy. Ich sag's, wie es ist. Schauen wir mal. 20 Crit, 14 Additional Attack. Ja, nice. Sehr gut. 10 Millionen. Einfach 10. Okay, wisst ihr, was jetzt aber ein bisschen tragisch ist und nicht gut ist? Ich bin low life und ich habe viel Skrita rausrotiert. Hätte der mich hier geheilt, wäre es richtig wichtig gewesen. Oh, okay, stopp. Weh, setze nicht fest. Bitte hör auf! Oh, jawohl, easy. Links physisch Charakter, rechts physisch Charakter. Ich aktiviere neues Item. Kassadra. Easy. Danach habe ich ihn hier nächste Runde. Sieht gut aus. Ey, sieht gut aus bis jetzt. So, sorry, jetzt hab gerade gesammelt, wurde geschäftet. Wo? Hoffe, dass die im nächsten Rainbow Super Arc mit Goten und Trunks zusammen Planet Zardala gehen. Ey, das ist ja richtig geil. Planet Zardala. Okay, sehr geil. Das sieht sehr gut aus. Pass auf, jetzt machen wir ein Wiss-Item. Ich habe keine Ahnung, ob mich trotzdem von der Super-Deck draufgehen würde, weil ich habe kaum HP. Jetzt die Sache. Warte mal. Der bekommt keine Defense, ne? Mit der Passive. Durch Pro-Orb. Ne, nur Angriff. Deswegen nehme ich mal ein bisschen Physisch-Orbs, so ein bisschen Healen. Also wenn der Super-Deck kommt, bitte auf jeden Fall im Greta. Wenn er das von mir aus dodgen kontern möchte, komm ran. Ansonsten frisst diese Faust, ey. Ja, Whis habe ich aktiviert, ne? Mach mir keine Angst jetzt. In der zweiten Runde Super Deck, der im letzten Slot, er macht Countdown. Ja genau, aber der Countdown muss nicht unbedingt im letzten Slot sein, oder? Der kann auch einfach mittendrin kommen, so, nachdem er bei 3 runtergezählt hat. Oder 3 zu 1, je nachdem, was er da zählt. Kann er zwischendurch aber auch Super Decken? Der macht Super Deck immer eine Zeit unten. Kann er zwischendurch nicht Super Decken? Ernsthaft, Benny? Und, hey, ST. Nee, echt krass, okay. Okay, dann, okay, Omega ist dann gefühlt, also wenn man Double Lead 4 von Great hat, ist Omega echt gefühlt einfacher als Broly. Obwohl man bei Broly God Boys hat, God Goku hat. Broly ist total Heimsegner mit der AOE und sowas, aber den haben wir auch geschafft. So, okay, ihr meint ganz hinten Super Attack der.
bin full life. Ich bin full life. Ich habe Boost-Item aktiv. Wer hat mehr Defense? Vegeta, dann lassen wir mal Vegeta da. Also gut, dann tue ich den ganz nach rechts. Du musst den halt dodgen. Wie jetzt? Reicht Typenvorteil Boost nicht aus? Ja, wir haben den, glaube ich, trotzdem, Leute. Passt mal auf, ich glaube, wir haben den. Ich glaube, wir machen so viel Schaden, dass der, glaube ich, durch ist. Ja, also wir sollten das auf jeden Fall haben. Oh mein Gott! Mit Whiz-Item. Ja, ja, die tanken halt wirklich besser. Nach ihren Supertex, logischerweise. Ja! Links Level 10, 20 Crit, 14 Additional Attack. Die müssen den finishen. Wenn nicht, bin ich enttäuscht von beiden Vierfachen. Oh, Kritte doch! 10 Millionen. 10. 10 Millionen. Physisch Greater tut er garantiert kritten, ne? Ja, das haben wir. GG's. Imagine, hör auf. Omega. Nicht jetzt. Oh! Spaß mit euch. Jawohl. Alter, du musst den finishen. Du hast keine andere Wahl. Yes, Leute. Perfekt. Sehr geil. Ey, die vierfachen Isee haben echt gut was ausgemacht. Wirklich, for real. Also ich sag euch, wie es ist, wenn man vierfachen Greta hat, Double Lead vierfachen Greta, easy peasy. Easy peasy. Wirklich easy peasy. Aber so wie ich es gemacht habe, dass man einen da mitnimmt, auch ganz gut. Okay, Leute, so viel zu dem Sagan Omega. Und so viel auch tatsächlich hier an der Stelle. Also das war meine letzte Red Zone Stage. Die habe ich jetzt geschafft mit so einem Lead. Ich würde euch natürlich empfehlen, Double Lead vierfachen Greta zu gehen, wenn ihr vierfachen Greta habt. Die Isays mitnehmen, die vierfachen, die machen es richtig gut, die LR. Und hier, guck mal, hier haben wir alles bekommen, sehr geil. Die Tickets haben zwar euch auch demnächst raus. Und dann sieht man sich auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace.